Ursprünglich hat man unter Urban Mining insbesondere Rohstoffe verstanden oder das Gewinnen von Rohstoffen aus Immobilien, also aus der Infrastruktur, Gebäuden, Hoch- und Tiefbau. Mittlerweile ist der Begriff aber etwas weiter gefasst. Urban Mining umfasst mittlerweile auch sozusagen die Mobilien, also sprich bis hin zu den Verpackungen. Beim Urban Mining geht es ganz einfach gesagt darum, aus diesen Dingen die Rohstoffe wieder zurückzuholen, wieder für den Einsatz, wieder für die Produktion zu gewinnen. Das Regelwerk selbst bei uns, also in Deutschland, bei Ihnen in Österreich, ist ja maßgeblich geprägt von dem europäischen Rechtsrahmen. Wo wir dafür einstehen, ist, dass die Ziele schon gleich bleiben müssen, dass wir aber durchaus über verschiedene Korridore reden können. Die neuen Mitgliedsländer, die können diesen Quantensprung, sage ich mal, von einer Deponierung oder nicht mehr Deponierung zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft nicht in 3 Jahren schaffen. Mit der Umsetzung der Ziele soll es am Ende keine Freiheit mehr geben, das ist ganz klar, weil das sind, ich habe es anfangs gesagt, das sind Mindestziele. Ja, letztlich ist die Wirtschaft darauf angewiesen, dass sie mit dem, was sie tut, Geld verdient, gerade in unserem Bereich Urban Mining sein. Das muss sie berechnen und da müssen eben die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt werden, sonst wird es nicht die hohen Ziele der EU erreichen können. Prinzipiell ist zu sagen, im Bereich der Verpackung funktioniert es in Österreich also wirklich hervorragend. Österreich ist da absolut Vorreiter. Man hat also auch viele Fehler, die in anderen Ländern teilweise auch später begangen wurden, nicht gemacht. Hat 10, 15 Jahre gedauert, bis große Verarbeiter, Hersteller von Folien, Baufolien in Deutschland damit begonnen haben, Rezyklaten einzusetzen. Ich stimme auch allen Vorrednern zu, dass sich die Abfallwirtschaft ja in den letzten 25 Jahren enorm weiterentwickelt hat. Industrie, Abfallwirtschaft, Wissenschaft zusammenzubringen und hier einzelne Projekte, auch mit staatlicher Hilfe, auf die Beine zu stellen, das erscheint mir eigentlich wesentlich besser, als da oder dort nach Detailregelungen zu rufen. Ganz Europa will mit unserem altlasten Sanierungsbeitragssystem, das wir ja ausbauen wollen, nicht mitmachen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Urban Mining den Unternehmen etwas bringt. Umweltschutz bedeutet letztendlich, die Stoffumsätze zu reduzieren. Ich bin auch einer derjenigen, die jetzt nicht nur nach Regelungen schreien und sagen, es muss alles bis ins letzte Detail geregelt werden, aber intelligenter Regelungen bedarf es allemal. Ich erinnere Sie daran, die Abfallrahmenrichtlinie ist ja erst vor ein paar Jahren verabschiedet worden und jetzt erst in bestimmten Ländern umgesetzt worden. Sehr plakativ gesagt, Norm ist nichts anderes wie das Ergebnis einer kleinen Expertengruppe, die sich 2 Jahre zusammensetzt. Warum soll die Gummiindustrie, wenn sie in den Normen in Ruhe gelassen wird, Alternativprodukte nehmen? Auf die Idee käme ich auch nicht. Große Länder wie China und Indien kaufen sich halt den Rohstoff lieber in Abfallform ein, weil sie sozusagen natürlich wesentlich kostengünstiger auch recyceln können. Wenn man jetzt den Weg so geht, dass man am Schluss die Deponien zumacht, dann wird eines passieren, dass sozusagen ein dramatischer Preisverfall passiert, das natürlich zulasten der Recyclingwirtschaft in Europa gehen wird. Daher bin ich für einen schlanken Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert. Das ist Rahmensetzung und Überwachung. Was ich nicht für gut halte, ist, wenn der Staat sich als Akteur in den Wettbewerb selbst einbringt. Das ist ein Bild, das mir gut gefällt, den ökologischen Ast absägen, auf dem wir sitzen, sollten wir auch den ökonomischen Ast nicht absägen, auf dem wir sitzen. Wir werden die ökonomische Stärke auch benötigen, um alle diese ökologischen Herausforderungen, die nicht zu leugnen sind, auch bewältigen zu können.